Das ist ja verkehrt. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, so. Okay. Ist das hier? Nee, das ist weiße Wolle. Weiße Wolle. Okay. Da habe ich gar nicht so viel. Und da sind immer noch Eier. So, na gut, 60 Stück. Das ist ja immerhin noch eine ganze Menge. Da kann man was anfangen. So, zack. Noch 34. Zack, zack, noch 30, ja, noch 15. Hm. Also, ja, gut, den muss ich jetzt nicht mitzählen. Ich kann ja sehen, wo, wenn ich noch 15 übrig habe. So, einer noch. Und dann machen wir da oben weiter. Das will ich jetzt auch weiter so zweispurig machen. So, und das war's. Mit das Ende des Tunnels sehen. Da fehlt aber noch ein bisschen Bruchstein. Jetzt tut es wieder was? Ja, das Mikrofon tut wieder was. Also das Problem wurde nicht behoben durch das Rumprügeln. So, Mikrofon, bist du wieder... Ja, es ist wieder da. Ach, komm ey. Ich werde jetzt mal weiter ohne diesen Popschutz machen. Ja, also, ah, oh, das nervt. Ja, Mann, das muss hier weg. Nee, also da muss ich irgendwas, irgendwas muss sich da ändern. Das, ich weiß nicht was. Ich muss mich da mal informieren, denn so geht das nicht. Das, also das Mikrofon, das ist ja da, damit ich es benutze. Das, ich will mich da darauf verlassen. Ist das noch weiterhin weiße Wolle hier? Ja, tatsächlich, ich habe noch mehr weiße Wolle. Oder geht da richtig was vorwärts hier? Ja, wir haben aber auch noch ziemlich viel zu tun. So, das wieder weg hier. Und so. Okay, das war's mit weißer Wolle. Mehr haben wir jetzt erstmal nicht. Ja, okay. Ja gut, also wir haben noch einiges zu tun in Sachen Weißwolle. Aber mit blauer Wolle haben wir ja auch noch was zu tun. Und mit Quarz, ja, wir haben noch einiges zu tun. Und Quarz brauchen wir auch noch hier. Och, das ist doch so viel. Ja, okay, diese Lücken. Okay, jetzt haben wir es gerade Nacht. Dann will ich gerne mal mich irgendwo hinlegen. Und zwar würde ich sagen, für die Birkenholzhütte habe ich gar keinen... keinen Wegpunkt. Dann gehe ich ins Färberhaus. Das ist auch nicht schlecht. So, also ich will mich jetzt hinlegen. Ab ins Färberhaus. Und dann machen wir mal mit den Lampen weiter. Und dann beginnt die ganze Tour wieder von vorne. Dann müssen wir wieder ernten und so weiter und so fort. Und Schafe scheren. So, was dann mit größerer Ausbeute vonstatten geht. So, okay, aber jetzt hier... Die nächste Reihe. Ich will wieder vorne anfangen. Ne, die Axt brauche ich jetzt nicht im Inventar zu haben. Ich mache es wieder auf die gleiche Weise. Oder wollen wir das diesmal anders machen? Doch, komm, wir machen das diesmal anders. Wir fangen jetzt mal mit den Erdarbeiten an. So, hier, genau, da fängt es an. Ach so, da lang. So, sehr gut. Jetzt gehen die alle aus. Und wenn ich danach... Ja, ich kann... Ja, ja, doch, genau. Ich mache jetzt erst die Erdarbeiten.
Das heißt, eine Spur hin, Erde wegmachen und die Rotstein fackeln und dann Erde wieder. Ah, da muss ich ja Erde aufnehmen noch. Ja, ich muss mir noch Erde mitnehmen. Das heißt, ja, dann muss ich doch, dann gehe ich doch besser jetzt noch ins Lager und nehme mir Erde mit. So, und das dürfte genügen. Ah, nee, ich kann jetzt wieder zum Färberhaus. So, dann dürfte der Weg kürzer sein. So, wie sieht's aus hier? Ich bin noch genau. Ja, ist ideal gelaufen hier. Nee, da steht nichts hier. So. Da ist aber. Das sind. Ja, da am Eingang sind Fackeln. Okay. Mh. Mir fällt gerade ein. Jetzt nochmal zurück zum Mikrofon. Das könnte vielleicht eventuell daran liegen. Oh, was ist denn da? Das ist ja ein Stück zu weit hinten gebaut. Guck mal hier. Aber das. Oh, wieso das denn? War das Absicht? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nee, das will ich so nicht haben. Ich werde das komplett wegbauen. So. Und komplett neu machen. So, das da drauf. Da können wir das hier. Geh mal weg, Schaf. So. Gleich komplett fertig machen. Nein. So. Und umschalten. Das wird sowieso jetzt die ganze Zeit brennen, weil es unterm Baum steht. Warum habe ich das nach hinten gesetzt? Das ist doch. Macht doch gar keinen Sinn. Das soll doch gar nicht sein. Hier passt es wieder. Naja, egal. Habe ich mich eben vertan. So, ich glaube, mir wird die Musik ein bisschen zu laut. Ich mache die mal wieder leiser. Ja, wenn ich andere Spiele spiele, dann drehe ich da meistens ein bisschen lauter. So, das kommt dahin. Ach ja, da haben wir das. Das kann weg, das kann auch weg. Das da drauf, das da drauf. So, das wird jetzt auch brennen, weil da irgendwie. Naja. Naja, gut, meinetwegen. So, ach so, ja, zurück zum Mikrofon. Was mir eingefallen ist, dass ich nämlich, wenn ich da an dieser Verschraubung da rumschraube und das lockerer mache, so wie das gerade eben jetzt auch wieder ist. Guck mal, hier sind auch zwei, die nehme ich jetzt da noch mit dazu. Dann könnte es sein. Ach, guck mal, da ist ein Hebel. Ja, genau, mit dem Hebel geht's auch. Mit dem Hebel geht das auch. Das ist der Hebel, wo mir Street Digger das gezeigt hat. Der war ja mal hier. Ist schon lange her. Und Amiga Link war auch hier. Und da haben wir. Nee, da haben wir irgendwas anderes gemacht. Die Dinger hier, die Lampen standen schon. Und da hat er mir gezeigt, dass es auch mit so einem Hebel geht und dass man diese Rotsteinfackeln gar nicht braucht. Ich wollte es dann aber dennoch mit den Rotsteinfackeln machen. Ich weiß nicht wieso, irgendwie hat mir das eben besser gefallen. Aber dieses eine Beispiel habe ich da gelassen. Jetzt aber ist es ja weg. Jetzt brauche ich das ja gar nicht mehr. Aber ich habe vor kurzem erstmal wieder drüber nachgedacht, oder ist es mir eben eingefallen, dass man das doch mit so einem Hebel auch machen kann. Ja, ich habe das nicht vergessen. So, da haben wir auch weg. Ja, wir sind ja gleich wieder in Oberklein-Wieselberg. Und dann stopfen wir wieder alles mit Erde voll hier. Ja, hier im Wald erleuchten die natürlich die ganze Zeit. Weil die ja ständig hier irgendwie was über sich haben. Laub und so und deswegen im Schatten sind. Oh, da war doch noch was. So, aber jetzt habe ich bislang noch keins gesehen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, eins gesehen zu haben, wo die versetzt waren. So wie die beiden von vorhin da. Ja, umso besser. Damit stehen die alle da, wo sie stehen sollen. Das ist doch gut so. So, gleich sind wir durch mit der ersten Runde hier. Da noch was. Und das war's. Okay, gut. Dann packen wir da Erde rein. Oh ja, man sieht das sofort. Wie der. Nee.
was das für eine Auswirkung hat, wenn der Popschutz nicht dran ist. Ja, wird sich dann wahrscheinlich nicht so schön anhören. Für die Ps und sonstige Explosiver. Aber nun ja, wenn der Popschutz nicht da ist, dann kann die Funktion, die er erfüllt, auch nicht erfüllt werden. Ich bin noch gespannt, was das hier, wie das ausgeht. So, da noch einer hin, genau. Habe ich da was übersehen? Nö, da habe ich gerade Erde hingemacht, genau. Hier geht's weiter. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich laufe jetzt nochmal mit Erde füllen nach vorne. Dann zurück mit Bruchstein weggemachen. Nach Oberklein-Wieselberg und dann wieder zurück nach vorne. Und die Sensoren drauf machen. Wir laufen also die Strecke dann viermal ab. Naja, okay. Aber dafür ist eben auch alles gemacht. So, dann haben wir wieder ein Projekt weniger. Wieder eins erledigt. So. Hat die eine Lampe... Nee, warte mal. Moment, ich schaue mir das gleich an. Die gehört... Ja, da habe ich jetzt so aufgefasst, als würde sie zu der Strecke gehören. Kann man aber auch so auffassen, als würde sie dazu gehören. Okay. Weiter im Text. Ach, wenn ich mir jetzt hier aufhalte, in der Nähe der Weide... Ah ja, genau, die haben wir ja... Das sind ja diese zwei speziellen, ne? Also wenn ich mich jetzt hier in der Nähe der Weide aufhalte, dann schaffst du das Glück, weil ich keine Schere mit habe. Sollten die Schafe wieder mehr Wolle zulegen. Was sie dann hoffentlich auch tun. Aber jetzt haben wir erst nochmal damit zu tun. Oder wollen wir da erstmal zwischendurch pausieren? Das könnten wir auch machen. Ja, doch. Jetzt haben wir einmal... Moment, nicht zu viel. Einmal hin und zurück mit den Lampen was gemacht. Und dann könnten wir zwischendurch mal wieder was anderes machen. Zum Beispiel ernten. Quarzzeug. Und dann Schafe scheren. So, okay. Ja, wie viel haben wir im Inventar? Das ist okay. Ich werde das Inventar mal ein bisschen leeren. Hier mit dieser Kiste, die ich noch nicht ausgeräumt habe seit dem letzten Mal. Ja, ist aber okay. Das hier lasse ich nochmal da. Ja, okay. Gut. Ab zum Quarzfeld. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor es dunkel wird. Ich habe übrigens festgestellt, dass die Folgen jetzt mit dem Abernten da... Ja, kann ich jetzt schlecht sagen, ne? Die sind jetzt nicht alle so groß geworden, aber... klein sind sie eben auch nicht. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Folge ich denn geerntet habe. Wahrscheinlich in jeder. Aber wir waren auch lange Zeit insgesamt, das heißt also öfter, auch im Untergrund und haben eben am Wartungsgang weitergemacht. Und das sind natürlich dann so Folgen, wo es... Hallo, tut sich da was? Ja. Wo es dann eben nicht viel... wo die Folgen nicht so viel ist. Nicht so groß sind, weil es nicht so viel Bildinformationen gibt. Warum auch immer... Ja, weil das eben unter Tage irgendwie eintöniger ist. Daran wird es wohl liegen. So von der Textur her und so weiter. So, was haben wir denn jetzt so im Inventar? Moment. Da. Ja, das ist jetzt noch nicht so viel, ne? Ich bleibe hier mal ein bisschen stehen, auf dass da noch ein bisschen was wächst. Schnell nochmal. Und drüben am besten auch gleich nochmal. Und dann nochmal abernten, bevor es dunkel wird. Ich will mich jetzt hier nicht nachts draußen aufhalten. Aha, die Lampen gehen schon an, okay. Ah, dann wechsle ich mal eben darüber. Auf dass hier auch was wachsen möge. Und dann ernten wir das nochmal ab und dann soll es auch erstmal genug sein wieder. Für diesen Erntedurchgang. Wie sieht's aus hier? Die Dunkelheit bricht herein. Ja, komm, ich will jetzt abernten. Na, so.
So, der Rest hier auch noch. Na, okay, abgeerntet. Noch was übrig? Nö, nichts übrig. Dann will ich mal zum Agrarplatz hier, genau. Die Sense kommt mal wieder weg. Dann haben wir hier noch was drin. Oh, ist gar nicht mal wenig. So, die Samen da rein. Und aus dem Rest machen wir gleich mal Quarz. Dünger. Der Dünger kommt auch weg. Okay. Ja. So, fangen wir mal an. Hiermit. Das ging genau auf. Ja, okay. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Und eins in der Mitte. Bringt jetzt auch nicht viel. Arbeit habe ich mir da jetzt auch nicht gespart. So. Das. Ja, da kriege ich so nicht mehr raus. Dann bauen wir uns mal sowas hier. Nee, das geht nicht mehr ganz auf.